Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Erst im Dezember letzten Jahres habe ich euch das Steelbook von Ty West's Slasher Pearl ausgepackt, der den Mittelteil der, ich nenne es mal, Maxine-Reihe bildet. Der erste Teil bzw. das Mittelstück war ja der Film X, dann kam Pearl, das ist ein Prequel gewesen, also die Geschichte, die vor X spielt, und jetzt aktuell im Kino läuft der dritte Teil mit dem Namen Maxine. Und ja, in allen drei Filmen spielt Mia Goth die Hauptrolle. Dieser Film hier, Pearl aus dem Jahr 2022, kam letztes Jahr in diesem Steelbook raus. Und als ich das ausgepackt habe, habe ich euch angekündigt, dass bald von Turbine Medien auch eine Mediabook-Version nachgelegt wird. Und die liegt jetzt auch hier auf dem Tisch. So, das hier ist eins von vier Mediabook-Cover-Varianten. Und zwar ist das hier die Cover-Variante A, die exakt dem entspricht, was auch auf dem Steelbook zu sehen ist. Außerdem gibt es das hier auch noch als Cover E, ist ebenfalls absolut identisch, aber da habt ihr dann eine Blu-ray und eine DVD drin. Hier habt ihr eine 4K Ultra HD und eine Blu-ray drin, genau wie im Steelbook. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Cover-Variante B. Ja, auch nicht schlecht, möchte ich sagen. Gerade mit dem Rot hier und dem X im Hintergrund, da hat man dann quasi so den Bezug auch zum ersten Film. Dann haben wir Cover-Variante C, die ich persönlich auch sehr schön finde mit ja, was sind das, Bettlaken, die da auf der Leine hängen. Und das von mir favorisierte Cover D, das schaut so aus. Und ja, das finde ich persönlich am allerschönsten, aber ja, man kann sich das nicht immer aussuchen. Ich habe hier Cover A auf dem Tisch liegen. Inhaltlich ist das ja eh alles gleich. Von daher spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Trotzdem, ja, Cover D hätte mir persönlich besser gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das seht, welche Cover-Variante ihr bevorzugt und ob ihr euch freut, dass der Film endlich auch im Mediabook vorliegt. Oder ob ihr das gar nicht braucht, weil es gibt ja schon das Steelbook und natürlich auch die Keepcase, ist klar. So, trotzdem packen wir das Mediabook jetzt mal aus. Ich gehe davon aus, dass hier nicht so wahnsinnig viele Überraschungen auf uns warten werden. Also das Einzige, was sich hier geändert hat, ist halt wirklich die Verpackung. Nämlich, dass wir ein Mediabook haben. Und inhaltlich wird das alles absolut identisch sein. Da haben wir also keine Unterschiede. Das heißt, das hier ist quasi ein Produkt für Verpackungssammler, wenn man so will. Also wer den Film noch nicht hat, klar, wer gewartet hat, vielleicht hat es sich gelohnt, vielleicht auch nicht. Ja, also wenn ihr nur den Film haben wollt, gab es den schon, aber trotzdem, ich persönlich als Mediabook-Fan freue mich hier drüber. So, wir schauen uns erstmal den Aufkleber an. Da haben wir hier draufstehen, freigegeben ab 18 Jahren. Vollkommen zu Recht, möchte ich sagen. Dann haben wir hier noch den Hinweis auf HDR10 inklusive Dolby Vision. HDR10, habe ich HDR10 gesagt? Wo steht HDR10? Ist gar nicht HDR10, ist HDR. So, auf jeden Fall Dolby Vision haben wir mit dabei und ja, einen 32-seitigen Buchteil. So, und den schauen wir uns jetzt mal an. Übrigens, auch das hier ist identisch mit dem hier, ja, nur dass hier natürlich nichts von einem Buchteil steht, deswegen wandert der Aufkleber in den Müll. So, auf der Rückseite haben wir hier diese Karte drauf liegen, ja, diese Vorlagekarte, und die entspricht ebenfalls 1 zu 1 dem, was auch hier als C-Card um die Steelbook-Version drum gewickelt war. Das heißt, wir haben hier oben eine Inhaltsangabe, dann hier ein bisschen Werbung, dann haben wir hier die Ausstattung, die ist nicht so üppig, da hätte ich mir also auf jeden Fall etwas mehr gewünscht. Dann haben wir hier ein paar Szenebilder, hier die Credits, hier die Produktspezifikationen und hier unten dann nochmal die Urheberrechtshinweise. Auf der Rückseite ist die Karte weiß. So, und jetzt haben wir das Artwork vorne drauf. Auch hier haben wir, das ist absolut identisch, wobei das Steelbook hatte hier die Ohrringe von der Mia Goth und hier die Axtschneide noch mit so einem Metallfinish versehen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Dafür haben wir Spotlack auf dem Filmtitel Pearl. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob hätte man bestimmt machen können oder hier auch so ein bisschen Spotlack drauf, wäre jetzt ja auch nicht so wahnsinnig aufwendig gewesen, aber gut, sei es drum, ist halt dann der Unterschied. Auf der Rückseite haben wir nochmal Mia Goth und auch hier
haben wir ja das gleiche Artwork, das auch hinten auf dem Steelbook drauf war. Ja, also ich zeige euch das nur noch mal. Das heißt, keine große Überraschung, wie ich es mir schon gedacht habe. Trotzdem geil, ein Mediabook zu haben. So, dann haben wir vorne drin die, zack, die Ultra HD Disc. Die schaut so aus und auch hier einfach noch mal, ich muss das mal hier wegnehmen, einfach noch mal den Vergleich. Jawohl, es ist absolut identisch. Ja, ihr seht das hier und auch hier hinten die Blu-ray. Das wird vermutlich auch identisch sein. Aber wie gesagt, ist ja gar nicht schlimm. Es ist halt wirklich in erster Linie für die Leute, die das Mediabook haben wollten. Ja, so, dann haben wir hier auch einen farbigen Innendruck und da fummeln wir die Disc wieder rein und hinten nur noch mal zur Kontrolle. Jawohl, das Gleiche. Auch hier haben wir dann die Blu-ray drin liegen. Die sieht so aus. Soll ich sie mal rausholen? Ach, ich mache das für euch. Dann könnt ihr euch den beschmierten Zaun noch mal angucken. So, Bewegung hat das Mediabook minimal zur Seite, nach oben und unten so gut wie gar nichts. Und es ist auch richtig schön massiv, so wie man das von Turbine ja auch gewohnt ist ein Stück weit. Also Turbine macht ja auch ziemliche Qualitätsprodukte. Wir sehen auch hier, das Booklet ist vernäht, was ich persönlich schon mal sehr begrüße, ist ein weiterer Qualitätsbonus. Und ich sehe es gerade nicht, ob das, nein, das ist nicht so. Wir haben das den Plastiktray direkt ins Mediabook reingeklebt und nicht erst auf dem Pappendeckel, sieht jedenfalls, jawohl, ist so, nicht direkt auf dem Pappendeckel und dann rein, sondern direkt mit dem Mediabook verbunden. So, das Booklet selbst auch, ihr könnt das hier sehen, wo es hingehört, schön in der Mitte. Jetzt blättern wir das Ganze mal durch. Tobias Hohmann hat den Text geschrieben, ein Juwel unter der Lupe. Ja, so auf den ersten Blick fällt mir auf, die Schrift ist relativ groß, aber ich finde das schön gemacht hier, so mit den Blutspritzern und auch mit dem schwarzen Hintergrund, das gallische Filmdorf, ja, das Papier ist ziemlich dick, sehr, sehr gut, liegt perfekt in der Hand, also richtig toll. Hier würde ich wirklich höchstens kritisieren, dass die Schrift so groß ist, aber das wäre Jammern auf höchstem Niveau. Und außerdem hat es den Vorteil, ich zum Beispiel kann das auch mit meiner normalen Brille lesen und muss nicht die Lesebrille auspacken. Hat also durchaus Vorteile, wenn das so groß ist. Hier dann ein Bild aus dem Film, hier auch. Also trotzdem, man hat das Ganze in einem guten Verhältnis bisher für mich gehalten. So, hier dann nochmal ein Bild aus dem Film. Das ist übrigens das Gleiche, was auch hinten drauf ist, wenn ich mich nicht... jawohl, das Bild ist auch hinten drauf. Ich habe das jetzt alles schon zur Seite gelegt. So, und hier noch ein weiteres Bild aus dem Film. Das Papier, wie gesagt, sehr dick, liegt gut in der Hand. Für meinen Geschmack etwas zu glänzend, aber nur minimal. Da gibt es also viel Schlimmere. Das hier ist eigentlich ziemlich gut. Und ich finde auch hier die Aufteilung hier mit diesem Text hier in zwei Blöcken und dann hier aufgebrochen, dann hier unten noch. Finde ich sehr schön gemacht, also wirklich schön. So, dann haben wir hier nochmal ein ganzseitiges Filmbild, aber auch hier aufgebrochen vom Text. Wirklich toll. So, jetzt sind wir in der Mitte angelangt und haben dann hier dieses Bild von Mia Goss als Pearl. Nochmal, auch dieses Bild ist hinten auf der Vorlagekarte drauf. Ich hole sie jetzt doch nochmal dazu. Hier liegt so viel rum. Ja, also hier haben wir das Bild nochmal und das Bild und das waren eben auch schon da. Aber gut, ja, macht ja nichts. Jetzt sehen wir hier auch schon die Bindung. Das ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig, aber naja, gut, okay. Wie gesagt, meckern auf höchstem Niveau. Und hier haben wir jetzt schon wieder das kleine Problem. Da scheint nämlich schon die Rückseite von diesem Blatt durch. Ja, das ist eigentlich bei so einer Bindung eher selten der Fall. Trotzdem kommt es hier vor. Ja gut, wir wollen jetzt auch mal nicht päpstlicher sein als der Papst oder kritischer sein als, ja, als ich. Und lass das einfach mal. So, jetzt haben wir hier vorne nochmal vorne. Jetzt haben wir hier nochmal das Bild von der Rückseite. So, ja, aber alles in allem muss ich sagen, wirklich schön gemacht, gefällt mir sehr gut und aus meiner Sicht kann ich auch ganz klar sagen,
Das Warten hat sich gelohnt. Ich als Mediabook-Fan bin hier eigentlich rundum zufrieden. Ein schönes, gut verarbeitetes Mediabook mit ordentlich Text drin. Text schön aufgebrochen, also schön hier verteilt. Ein paar Bilder, gut, auf die hätte ich durchaus verzichten können. Da hätte ich lieber die Artworks drin gehabt. Zum Beispiel Cover D. Ja, hätte ich hier vorne. Ja, wobei das hier ist ja noch schön. Aber wenn man jetzt hier auch noch das Artwork von dem anderen Mediabook reingepackt hätte, wäre meines Erachtens schöner gewesen. Aber gut, ne, wir wollen ja, wie gesagt, nicht nur meckern. Alles in allem eine sehr schöne Veröffentlichung, die ich mir sehr gerne ins Regal stelle. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich sie bekommen habe. Das war es dann auch schon für heute. Das Review hierzu findet ihr unten, wenn ihr auf den Link in der Infobox klickt, da findet ihr das Review zu diesem Film. Das ist ja inhaltlich identisch, deswegen haben wir einfach das Review des Steelbooks rüber kopiert, aber da hat sich ja nicht viel getan. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund, bleibt geil. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö, euer Michael Speyer.